Moin moin Leute, ich bin der Kumpfes Brain oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zu einem neuen November. Buff. Gottes Willen. Freunde, wir sind mal wieder bei einem wunderschönen Spielchen namens Zeruette. So heißt es zumindest. Man kann Subtitles anmachen, das ist schon mal etwas. Eine Resolution einstellen, was auch immer das ändern soll. Fullscreen ist eigentlich drin. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ich sehe nichts mehr auf meinem Bildschirm. Ah, okay. Wir sind back in the game. Wunderbar. Zeruette, ein neues Indie-Game, was wir uns heute im November anschauen. Ich bin sehr gespannt. Go get a drink. Alright. Ist normal, dass ich noch nichts höre? Okay. Warum spielen sich in letzter Zeit alle... Okay. Chill. Du möchtest einen Drink first. Ja, okay. Ist ja okay, du hast einen trockenen Hals. Meine Güte. Ja, chill. Du kriegst ja gleich deinen Drink. Okay, calm down, man. Ich hol dir schon einen Drink. Junge. Ist das dein Ernst? Alter, du hast aber auch ein riesiges Haus, ne? Wenn du dir einmal einen Drink holen willst, musst du ja erstmal einen Marathon laufen. Komm, können wir dich einfach hiervon trinken? Bruder, okay. It's alright. Don't need to grunt like a little pig. So, wo holen wir uns denn unser Trinken? Ich denke mal aus der Küche. Mann, ey. Macht sich's hier aber auch anstrengend, nicht? Ja, ist aber auch schön, dass wir das Licht nicht anmachen oder so. So, ich hab was zu trinken. Bist du zufrieden? Ich weiß nicht, ob es ein Inventar oder sowas gibt. Was war da gerade? Warum hüstelst du immer noch so? Du hast dir gerade eine Flasche hier geholt. Trink die. Drink it. Ist okay. Don't let them hear you. Ja. Dann sollte ich vielleicht aufhören, meinen Hals so rumzuräuspern. The door's locked. The door's locked. Was? Menu. That was the game? Are we done here? Das war Zeruette. All right. Mir wurde im letzten November gesagt, dass ich ruhig auch manchmal sagen sollte, wenn mir ein Spiel nicht gefällt. Das war ein interessantes Spiel. Ich muss zugeben, ich habe es in keinem Game zuvor gehabt, dass man die ganze Zeit das Husten, Atmen und Tongue-Clicking von einem Menschen hört. Also das war unangenehm. Das war fast schon so ein bisschen ASMR-mäßig. Also Freunde, wenn ihr möchtet, dass ich meine nächsten Videos auch nur noch... mache, schreibt's gerne in die Kommentare, Freunde. Gar kein Problem, wir können gerne hier eine November-Folge machen, komplett nur mit ASMR. Kein Thema. I'll be your guest. No problem. Das war Zeruette. Es war... something. Certainly something. Ja. Das kann man, glaube ich, dazu sagen. Ich fand es schön, dass man irgendwie immer diese Gestalten gesehen hat, aber nicht wirklich Scream-Sounds oder so. Und er hat den Drink nicht getrunken, obwohl er trotzdem trockenen Hals. Also was sagst du dazu? Hm? Fandst du auch komisch, ne? Ja. Naja. Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, ob es die ASMR-Folge geben soll. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten November wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü.